Messer. Ich habe etwa 4 Monate in einem Mörderhaus gelebt, ohne dass es Probleme gab. Ich und mein bester Freund Joe arbeiteten beide als Stationsaufseher bei der Londoner U-Bahn. Wir waren gute Freunde. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden und wir haben beide eine Vorliebe für Streiche. Natürlich liefen sie manchmal ein wenig aus dem Ruder, aber das hielt uns beide auf Trab. Mit 26 Jahren war Joe fast 7 Jahre älter als ich und das einzige Problem, das ich hatte, war, dass er manchmal meine Sachen nahm. Wenn ich zum Beispiel eine Pizza kaufte und sie in den Kühlschrank legte, um sie zu holen, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, öffnete ich den Kühlschrank und sah einen Zettel auf dem Stand. Leica, ich habe die Pizza genommen. Hier sind 20 Pfund, kauf dir eine neue. An dem Zettel, den er in den Kühlschrank gelegt hatte, klebte er 20 Pfund. Er machte das mit allem, meistens, wenn er ein paar Bier getrunken hatte. Einmal trank er eine Viertelflasche Schnaps aus, die ich aufbewahrt hatte, und ich war so wütend, dass ich meine Ohrfeige verpasste. Joe hatte nur gelacht und er hatte die Art von Lachen, die mich auch zum Lachen brachte. Wir beide haben nie etwas länger als eine Minute ernst genommen. Als ich das nächste Mal Brandy kaufte, stellte ich die Flasche in die Schublade unter meinem Bett, damit er sie nicht bekommen konnte. Ich war ins Bett gegangen und schlief, als ich plötzlich von einer Bewegung des Bettes geweckt wurde. Joe war in meinem Zimmer, ein bisschen betrunken, und er öffnete vorsichtig die Schublade, um an mein Brandy zu kommen. Er sah, wie ich meine Augen öffnete und fing an zu lachen. Ich bin nur wegen des Schnapses hier. Irgendwie schaffte ich es, mich zurückzuhalten und die Flasche nicht über seinem großen, betrunkenen Kopf zu zerschlagen. Ich reichte ihm die Flasche mit einem müden, bissigen "Nimm sie einfach und verpiss dich", und dann nahm sie mir ab und stolperte aus meinem Zimmer. In der nächsten Nacht schloss ich meine Schlafzimmertür ab und verriegelte sie. Ich sagte ihm, er solle nie wieder in mein Zimmer kommen und mich auf diese Weise wecken. Ein paar Nächte später wurde ich von jemandem geweckt, der an meiner Türklinke rüttelte. Scheiß auf Joe, dachte ich. Die Tür war verschlossen, also konnte er nicht reinkommen. Ich ignorierte ihn eine Weile in der Hoffnung, dass er aufgeben würde, aber der Türgriff quietschte und bewegte sich weiter. Ich kroch leise aus meinem Bett und legte meine Hand auf das Schloss. Ich hatte vor, die Tür aufzureißen und mich auf den ahnungslosen Joe zu stürzen. Das würde so lustig sein. Ich unterdrückte leise ein Kichern und blieb totenstill. Es würde nicht funktionieren, wenn er hörte, wie ich die Tür entriegelte und öffnete. Ich hatte eine Hand an dem kleinen Schloss, um es zu drehen, und die andere Hand an der Klinke. Ich zählte in meinem Kopf bis 3. In diesem Moment kam mir der Gedanke, dass ich müde war und Joe doch keinen Streich spielen wollte. Ich würde zurück ins Bett gehen und so tun, als ob ich schliefe, und irgendwann würde er aufhören, an meiner Türklinke herumzufummeln. Also tat ich genau das. Ich legte mich wieder in mein warmes Bett und schlief ein. Einige Stunden später wurde ich von Joe geweckt. "Leica", rief er und klopfte an meine Tür. "Komm aus deinem Zimmer und flipp nicht aus. Fass nichts an, ich habe schon die Polizei gerufen." Er hörte sich anders an als sonst. Ich entriegelte vorsichtig meine Tür und öffnete sie langsam. Ich schaute aus meinem Zimmer und bemerkte, dass alle Messer, die wir im Haus hatten, auf dem Boden vor meinem Zimmer lagen, in einem Halbkreis vor meiner Tür. Wir kochten beide gern und hatten 2 Sätze tödlich scharfe Kochmesser und 1 Satz Steakmesser. Und in diesem Moment lagen sie alle auf dem Teppichboden und zeigten direkt auf meine Zimmertür. Ich fragte Joe, ob er etwas gehört habe und ob er gegen 1 Uhr nachts versucht habe, in mein Zimmer zu kommen. Er schaute mich mit großen Augen an und erzählte mir, dass er die ganze Nacht nicht einmal zu Hause gewesen sei. Seine Schicht war erst um 23 Uhr zu Ende gegangen. Danach hat er Überstunden gemacht und eine weitere Schicht übernommen. Als er gegen 6 Uhr morgens nach Hause kam, musste er feststellen, dass ein Fenster am Erdgeschoss aufgebrochen worden war und viele Dinge umgestellt waren. Als die Polizei eintraf, machte sie sich keine Sorgen, denn niemand war verletzt, nichts war gestohlen worden und nichts außer dem Fenster war beschädigt worden. Aber es wurden tonnenweise Dinge im Haus herumgeschoben und die Art und Weise, wie sie bewegt wurden, hatte seltsame Form und Muster. Ich schaudere, wenn ich daran denke, was hätte passieren können, wenn ich die Tür aufgerissen hätte. Die Straße runter. Ich, 30 weiblich, lebte in einem kleinen Wohnviertel. Das war, als ich ungefähr 15 war. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, durch die Nachbarschaft zu laufen und mit meinem MP3-Player Musik zu hören. Es gab einen Jungen, der ungefähr so alt war wie ich und etwa 5 Häuser weiter wohnte.
Vom Nachbarschaftsklatsch erfuhr ich, dass er zu Hause unterrichtet wurde und wegen seiner Wutprobleme immer wieder im Jugendgefängnis war. Er war fast immer draußen und manchmal, wenn ich an seinem Haus vorbeiging, begann er mir zu folgen. Ich war klug genug, meine Musik immer so leise zu stellen, dass ich meine Umgebung hören und wahrnehmen konnte. Zuerst habe ich es einfach so hingenommen, dass er zur gleichen Tageszeit wie ich spazieren ging. Mit der Zeit kam er immer näher an mich heran, bis er schließlich beschloss, sich direkt hinter mich zu stellen. Er sagte einige wirklich abscheuliche Dinge. Ich rannte nach Hause und erzählte es meiner Schwester. Sie sagte, ich würde lügen und solle aufhören, Geschichten zu erfinden. Eine Zeit lang ging ich nicht mehr spazieren, bis ich die frische Luft und die Bewegung brauchte und es nach etwa 2 Monaten wieder versuchte. Natürlich war er da, kam direkt hinter mir und fing wieder an, Dinge zu sagen. Ich drehte meine Musik lauter und ignorierte ihn. Das habe ich jeden Tag so gemacht, bis er es wohl leid war, dass ich ihn ignorierte, denn eines Tages packte er mich am Arm. Ich konnte nicht weglaufen. Dann packte er mich im Nacken und sagte mir, dass ich es besser wissen sollte, als ihn zu ignorieren. Auch das habe ich meiner Schwester erzählt. Sie hat mir nicht geglaubt und ich bin nicht mehr rausgegangen. 2 Wochen später wachte ich durch laute Schläge gegen die Wand meines Schlafzimmers auf. Auf beiden Seiten des Hauses befanden sich Garagen und die Wand meines Schlafzimmers grenzte an eine davon. Diese Garage war unfertig, sie war nicht einmal betoniert. Sie war von außen leicht zugänglich, da die Tür auf der Rückseite des Hauses fehlte. Meine Schwester war nicht in der Stadt und mein Vater war taub und bettlägerig, sodass nur ich im Haus war und alles machen konnte. Mein Schlafzimmer hatte auch eine Tür nach draußen, also rannte ich hin und schloss sie ab. Ich legte mich hin und wartete, dass das Klopfen aufhörte, aber das tat es nicht. Meine Cousine und ihr Freund wohnten die Straße hinunter, also rief ich sie an und sie schickte ihren Freund hinunter, um nachzusehen, was es war. Ihr Freund fuhr direkt in den Hinterhof und bis zum Garagentor. Seine Scheinwerfer leuchteten in die Garage hinein und heraus kam der Mann von der Straße, der ein großes Messer in der Hand hielt. Er rannte los und der Freund meiner Cousine folgte ihm. Zu diesem Zeitpunkt rief ich die Polizei. Sie kamen und nahmen meine Aussage auf, sagten aber, dass sie nichts tun könnten, weil er außer in die Garage zu gehen und unbefugt einzudringen nichts getan habe. Ich bin nie wieder in diesem Viertel spazieren gegangen. Ich frage mich immer noch, woher er wusste, an welche Wand er klopfen musste. Woher wusste er, dass ich auf der anderen Seite der Wand war? Woher wusste er, dass meine Schwester weg war und dass mein Vater bettlägerig war und nichts tun konnte? Ich habe die Tür nie abgeschlossen. War er also in meinem Haus gewesen, um es zu wissen? Was wäre passiert, wenn ich nach draußen gegangen wäre? Das ist mir immer noch unheimlich. Also, Typ von nebenan, lass uns nie wieder treffen. Green Bay. Als ich etwa 9 oder 10 Jahre alt war, wohnten meine Mutter, meine Schwester und ich in einem älteren, zweistöckigen Backsteinhaus. Wir mieteten den unteren Teil, während eine ältere Dame im oberen Stockwerk wohnte. Irgendwann beschloss die ältere Dame auszuziehen, um bei ihrer Tochter zu wohnen. Darauf beschloss meine Mutter, auch die obere Hälfte des Hauses zu mieten, sodass meine Schwester und ich jeweils ein eigenes Zimmer haben konnten. Meine Schwester bekam das, was früher das Wohnzimmer der oberen Wohnung war. Interessanterweise war es ursprünglich ein Schlafzimmer gewesen. Ich hingegen hatte das Glück, das eigentliche Schlafzimmer zu bekommen. Es war mit einer wunderschönen Blumentapete verziert, die dem Raum einen sehr femininen Touch verlieh. Als ich den Raum betrat, bemerkte ich eine weitere Tür, die sich gegenüber dem Haupteingang befand. Die Tür führte zu einem kleinen Zimmer mit schrägen Decken, das sich im Giebel des Hauses befand. Der Raum hatte ein winziges Fenster, durch das nur wenig Licht eindrang. An der Seite des Raumes befand sich noch eine kleinere Tür, die Zugang zu einem Teil des Dachbodens bot. Ich war voller Freude auf die Vorstellung, wieder ein eigenes Zimmer zu haben. Ich verlegte sogar meinen Schreibtisch in das kleine Zimmer, das ich unerklärlicherweise als Kinderzimmer bezeichnete. Der Raum war immer außergewöhnlich kalt und nach einem Monat stellte ich meinen Schreibtisch zurück. Ich fühlte mich unglaublich unwohl dabei, die Tür offen stehen zu lassen, und ich stützte sogar Gegenstände dagegen, weil sie sich manchmal, obwohl sie einen ziemlich sicheren Riegel hatte, mitten in der Nacht unerklärlicherweise von selbst öffnete. Ich erinnere mich gut an eine bestimmte Nacht, in der ich aufwachte und fälschlicherweise dachte, meine Mutter sei bei mir im Zimmer. Mein Bett war so aufgestellt, dass die Kinderzimmertür am Fußende des Bettes war. Direkt vor der Tür, am Ende meines Bettes, stand eine Gestalt,
die wie ein Erwachsener aussah, aber sie war völlig in Schatten gehüllt. Ich erinnere mich, dass ich meinen Kopf zudeckte und versuchte wieder einzuschlafen. Bei einer anderen Gelegenheit, als ich krank war, wachte ich auf und fand die Gestalt erneut vor. Ich hatte den starken Eindruck, dass ich im Geiste nach meiner Mutter gerufen hatte und diese Gestalt antwortete auf meinen Ruf. Die Neugier übermannte mich und so setzte ich mich ein wenig auf, um zu sehen, ob es nur Schatten vom Fenster oder etwas anderes war. Die Gestalt blieb jedoch stehen, unbeeindruckt von dem Licht, das von draußen schien. Es war definitiv eine schwarze Gestalt, vielleicht eine in ein Leichentuch gehüllte Gestalt. Ich hatte das Gefühl, dass es sich um eine trauernde Frau handelte. Aber meiner Mutter gegenüber nichts davon erwähnt, weil ich dachte, sie würde mir nicht glauben. Nach ein paar weiteren Monaten beschloss meine Mutter schließlich, uns wieder nach unten zu verlegen, weil sie sich die Miete für die obere Etage nicht mehr leisten konnte. Und dann, nach einem weiteren Jahr, zogen wir erneut um. Das Haus wies einige Eigenheiten auf, die meine Aufmerksamkeit erregten. Ich bemerkte deutliche Hohlräume in den Wänden, aus denen gelegentlich seltsame Geräusche drangen. Außerdem befanden sich im Keller verschiedene Räume, darunter ein Kohlelager und eine unheimliche Kammer. Der Raum verströmte ein unbestreitbares Gefühl der Bösartigkeit. Ich hätte schwören können, einmal in der Dunkelheit in der Nähe der Tür ein breites, finsteres Grinsen gesehen zu haben. Das Ungewöhnliche an der Situation, die mich glauben lässt, dass sie nicht nur der lebhaften Fantasie eines Neunjährigen entsprungen ist, ist, dass ich mich vor etwa 2 Jahren mit meiner Mutter über Geister und das Phänomen, flüchtige Bilder aus dem Augenwinkel zu sehen, unterhalten habe. Ich fragte sie immer wieder, hast du das noch nie erlebt? Und sie antwortete stets, nein, nie. Nachdem ich das Thema sein gelassen habe, brachte sie es unerwartet wieder zur Sprache. Sie erzählte mir eine Geschichte. Eines Tages, als du in der Schule warst, ging ich hinauf, um schmutzige Handtücher zu holen. Als ich an deinem Kleiderschrank stand und aus dem Fenster schaute, hatte ich plötzlich ein seltsames Gefühl. Dann glaubte ich, eine Frau zu sehen, die dort stand und mich anstarrte. Aber als ich meinen Kopf drehte, war sie verschwunden. Es geschah in der Nähe des kleinen, kalten Zimmers im vorderen Teil des Hauses. Meine Mutter hatte sie also auch gesehen. Die Badezimmertür. Ich weiß, dass du aufgrund des Titels nicht erwartest, dass es beängstigend ist. Aber hör mir zu. Ich habe in meinem Leben schon viele Spukerlebnisse gehabt, in verschiedenen Phasen, in verschiedenen Häusern und so weiter. Es scheint, dass meine Familie väterlicherseits ähnliche Erfahrungen gemacht hat und das auch über mehrere Generationen hinweg. Diese spezielle Erfahrung habe ich selbst gemacht, obwohl mein jüngerer Bruder Alex auch dabei war, als es passierte. Im Haus meines Vaters befindet sich das Kinderbad direkt gegenüber von Alex' Zimmer. Alex ist ein typischer, unausstehlicher 14-jähriger Junge, der mir und unserer Schwester Anna oft Streiche spielt. An einem Wochenende, als ich 19 war und bei meinem Vater wohnte, war ich im Badezimmer. Anna, meine 11-jährige Schwester, war in unserem Zimmer und Alex war in seinem auf der anderen Seite des Flurs und spielte Videospiele. Die Türen zum Bad und zu Alex' Zimmer waren beide geschlossen. Als ich gerade auf TikTok scrollte und mich fertig machte, hörte ich ein leises Klopfen an der Tür. Es waren nur 2 Klopfgeräusche und ich drehte mich sofort um und rief nach draußen. Hey, ich bin gleich fertig, was gibt's? Und dachte, es sei nur eines meiner Geschwister, das nach mir auf die Toilette muss. Ich bekam keine Antwort. Das war nicht seltsam oder so, war noch ein bisschen nervig. Ich schaute weiter Videos auf meinem Handy und machte mich fertig. Als ich gerade aufstehen wollte, hörte ich wieder ein Klopfen. Wieder waren es 2 Klopfgeräusche, obwohl ich bemerkte, dass sie aus der Mitte der Tür zu kommen schienen, aber weiter unten, als ob ein Kleinkind klopfen würde. Dieses kleine Detail begann mir Angst zu machen und ich rief noch einmal, diesmal weniger geduldig. Keine Antwort. Sekunden später, als ich mir gerade die Hände wusch, bekam ich eine Nachricht auf meinem Handy. Es war eine Snapchat-Nachricht von Alex, der mich fragte, warum ich so geschrien hatte. Genervt schickte ich ihm eine Nachricht zurück, in der ich ihm mitteilte, dass ich von seinem ständigen Klopfen genervt war. Daraufhin sagte er mir, dass er es gar nicht gewesen sei. Ich verließ das Zimmer, warf Alex einen bösen Blick zu und ging in den Flur entlang zu Annas in meinem Zimmer. Sie saß dort in ihrem Bett und hatte sich nicht bewegt. Trotzdem fragte ich sie, ob sie an der Badezimmertür gewesen sei. Sie rollte mit den Augen und verneinte. Ich machte auf dem Absatz kehrt, fest entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen.
Ich marschierte den Flur entlang zurück und betrat Alex' Zimmer. Er saß an seinem Computer, mitten im Spiel und hatte Kopfhörer auf. Das war der Zeitpunkt, an dem ich anfing, mich mehr zu gruseln als zu ärgern. Anna hatte sich eindeutig nicht von ihrem Bett bewegt und Alex war ganz offensichtlich am Spielen. Es ergab keinen Sinn. Nachdem ich in Alex' Zimmer gestürmt war, nahm er seine Kopfhörer ab, um zu hören, was sie zu sagen hatte. Ich fragte ihn, ob er etwas gehört habe, und er sagte mir, er habe ein paar Klopfgeräusche gehört und dann, wie ich jemanden anschrie. Ich fragte ihn, ob er glaube, dass es Papa gewesen sei, also gingen wir ihn fragen. Er verneinte und nachdem wir ihm erzählt hatten, was passiert war und er einen Scherz gemacht hatte, gingen Alex und ich etwas erschrocken wieder nach oben. Alex ging in sein Zimmer und ich ins Wohnzimmer. Wir sprachen nie wieder darüber. Der Flur. Während meines Junior- und Seniorjahres an der Highschool zog mein Vater nach der Scheidung von meiner Ex-Stiefmutter in ein neues Haus. Ich hatte zwei jüngere Geschwister, einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Da ich während der Highschool die meiste Zeit bei meiner Mutter wohnte und während meines ersten College-Semesters auf dem Campus blieb, teilte ich mir in diesem Haus ein Zimmer mit meiner jüngeren Schwester Anna, die etwa 9 Jahre jünger ist als ich. Alex, mein 6 Jahre jüngerer Bruder, hatte sein eigenes Zimmer unten auf dem Flur. Der Vorfall ereignete sich im Flur im Obergeschoss. Eines Nachts, im Sommer vor meinem Studienbeginn, kam ich spät von einem Date mit meinem damaligen Freund nach Hause. Es war etwa 2 Uhr morgens, also schliefen schon alle. Als ich das Haus betrat, wusste ich, dass mein Vater tief und fest schlief, weil ich sein Schnarchen hörte. Ich ging die Treppe hinauf und in mein Zimmer. Alex und Dads Türen waren geschlossen, das heißt, sie schliefen beide. Anna schlief in unserem Zimmer und ich warf mein Handy auf mein Bett und ging ins Bad, um mich bettfertig zu machen. Ich schloss die Badezimmertür und begann mich für das Bett anzuziehen und mir die Zähne zu putzen. Als ich fertig war und mir die Haare bürstete, hörte ich ein Geräusch im Flur vor der Badezimmertür. Das überraschte mich erstmal nicht. Doch plötzlich hörte ich etwas. Das erste Geräusch, das ich gehört hatte, war das Knarren des Holzbodens im Flur gewesen. Aber jetzt hörte ich ein anderes Geräusch. Es war ein Atmen. Es war schwer, nicht angestrengt, einfach nur schwer. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich konnte meinen Vater immer noch schnarchen hören, also wusste ich, dass er es nicht war. Alex konnte es nicht sein. Es klang zu tief. Außerdem hörten sich die Schritte, die sich in Richtung Küche bewegten, schwer an, wie ein erwachsener Mann, der herumlief. Das war der Moment, in dem ich in Panik geriet. Mein erster Gedanke war ein Einbrecher. In der Küche gab es eine Schiebetür, die in den Garten führte, und unser Zaun war keineswegs unüberwindbar. Ich machte mir Sorgen, dass eines der Kinder die Tür unverschlossen gelassen haben könnte. Da das alles in meinem Kopf einen Sinn ergab, geriet ich noch mehr in Panik. Ich schloss die Tür ab und hielt den Atem an, als ich hörte, wie das Atmen auf dem Flur einsetzte. Das Knarren der Dielen verriet mir, wie nah es an der Badezimmertür war. Ich hielt den Atem an, erstarrt in absoluter Angst. Das Atmen war schwer und kristallklar, als ob ein Mann direkt auf der anderen Seite der Tür stehen würde. Ich zitterte vor Angst. Ich hatte mein Handy nicht bei mir, es lag in meinem Zimmer auf meinem Bett. Im Badezimmer hatte ich keine Waffe. Ich hatte keine weitere Bewegung vor der Tür gehört und das Atmen war immer noch zu hören. Ich kniete mich langsam und leise hin, um unter der Tür nachzusehen. Ich suchte nach Füßen. Ich war so erschrocken, dass ich mein Herz in den Ohren klopfen hörte. Aber da war nichts. Keine Füße und plötzlich auch kein Atem. Das Knarren war auch weg. Ich stand da, immer noch bemüht, leise zu sein, und schnappte mir meine Haarbürste. Das war das Beste, was mir als Waffe zur Verfügung stand, und ich wollte nur schnell zu meinem Telefon auf dem Bett laufen. Ich hielt die Haarbürste in der Hand und schloss leise die Tür auf. Dann hielt ich den Atem an und lauschte. Nichts. Ich riss die Tür auf und schaute in den Flur hinunter. Wieder nichts. Ich rannte in mein Zimmer, schnappte mein Handy und rief den Freund an, mit dem ich Stunden zuvor ein Date gehabt hatte. Ich überprüfte die Hintertür in der Küche und sie war verschlossen. Alex und Anna schliefen friedlich und an Dads Schnarchen konnte ich erkennen, dass auch er nicht aufgewacht war. Am nächsten Morgen erzählte ich meinem Vater alles, was passiert war. Er merkte, dass ich Angst hatte und schaute überall nach. Offenbar hatten wir auch eine Alarmanlage und die war auch nicht ausgelöst worden. Es war kein Eindringling oder zumindest kein Mensch.
Aber es war so real und so beängstigend und es dauerte Monate, bis ich wieder in diesem Haus übernachten konnte.